Hey und Herz, willkommen, ich bin's, euer Spooky Herz. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt 4 neue Bilder zu Dragon Ball Xenoverse und ich würde mal sagen, wir besprechen einfach alle 4 Bilder, schauen uns die mal so ein bisschen an und sprechen einfach darüber und ihr könnt dann eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ich recht habe, ob meine Vermutungen vielleicht recht haben oder nicht. Wie gesagt, fangen wir einfach mal an. Das erste Bild ist das hier, was ihr sowieso schon seht, und zwar sehen wir hier eine Frau und einen Mann namens Tovan Mira und diese Charaktere habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, waren vielleicht diese Charaktere in irgendwelchen Dragon Ball Filmen, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und was es da noch alles gibt, waren die da irgendwo zu sehen, weil ich habe nicht jeden Dragon Ball Z Film gesehen und das ist jetzt eine Frage an euch, weil ich weiß wirklich viel über Dragon Ball, ich habe auch wirklich viel über Dragon Ball gesehen, aber diese 2 Charaktere auf jeden Fall nicht. Das könnte heißen, dass es auch neue Charaktere sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist von den beiden der Babo? Also wer ist der Stärkere? Ich persönlich denke, dass es Tova ist, also die Frau, weil die einfach ein bisschen mysteriös aussieht. Und Mira einfach so der Bodyguard, einfach so dahinter, ja, ich bin der Bodyguard, fass Tova an und ich bring dich um. Irgendwie so denke ich mir das so. Und was ist das für ein Stab, was die da in der Hand hält? Ist das vielleicht so ein Stab, den Son Goku als kleinen Junge hatte? Vielleicht so ein Wachsstab, da, also der sich verlängern kann? Würde ich echt cool finden, wenn sowas mal vielleicht wieder ins Moveset von irgendeinem Charakter eingebaut wird, weil das eigentlich schon ziemlich cool war, dieser Stab, dass der sich einfach so verlängern kann und dass man da den Gegner verprügeln kann und so. Hat mir echt gut gefallen. Vielleicht ist es so ein Stab, vielleicht ist es einfach auch nur ein Kampfstab oder vielleicht ist es auch ein Stab, wo es sich transformieren kann, wenn man zum Beispiel Thron angeguckt hat. Da gab es auch solche Stäbe, die hat man dann in die Luft geschmissen, die haben sich dann in ein ganzes Motorrad oder so verwandelt. Das Ganze spielt ja natürlich in der Zukunft. Warum sollte sowas da nicht funktionieren, wenn es in Thron funktioniert? Klar, Thron gehört nicht zum Anime oder so. Ich habe jetzt das einfach nur als Beispiel genommen, weil es da auch sowas wie ein Stab gab, der sah ziemlich ähnlich aus. Deswegen könnte es schon sein, dass vielleicht dieser Stab sich auch nur transformiert in eine Waffe oder irgend sowas. Oder sie kämpft einfach nur mit diesem Ding und benutzt ihn für andere Dinge. Ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von diesen Charakteren, von den 2? Ich finde die wirklich sehr interessant. Man sieht ja auch die Ohren, die sehen so aus wie ein bisschen von Piccolo geklaut. So Kobold-mäßig, weil Piccolo hat auch solche Ohren gehabt, solche Spitzohren. Wie gesagt, sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus und ich bin mir auch sicher, dass Tova irgendwie die stärkere von den beiden hier ist. Also, ja, bin ich mir sicher. Machen wir weiter mit dem nächsten Bild und das wäre das hier. Das, ja, erklärt nicht viel. Man sieht hier einfach den Supreme Kai of Time und Toki Toki. Toki Toki, kommen wir gleich nochmal dazu, wer das ist. Supreme Kai of the Time, keine Ahnung. Kann ich nicht viel dazu sagen. Ich kann euch nur sagen, dass jetzt diese Woche die Tokyo Game Show in Japan stattfinden wird und dass da auch ein neuer Trailer gezeigt wird und ich bin mir wirklich sicher, dass da auch irgendwas zu diesen 2 Charakteren hier gezeigt wird. Ich bin mir auch sicher, dass diese Charaktere nicht böse sind oder so. Weil, guckt euch dieses Toki Toki zum Beispiel an. Das sieht mir nach einer Eule aus. Irgendwie so nach einer 5000 Jahre alte Eule aus oder so. Und das Supreme Kai of the Time, das ist ein kleines Mädchen. Also, das ist die ist niemals böse oder so. Die guckt auch freundlich und lächelt auch freundlich und alles. Also, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da steht auch drüber, The God Controlling the Time. Ah, ist das ein Gott oder was? Okay. Na, okay. Müssen wir auf jeden Fall warten bis nächste Woche, wenn der Trailer kommt. Vielleicht sehen wir da auf jeden Fall mehr. Machen wir mal weiter mit dem Bild. Und zwar ist es das hier. Learn from your master. Oben links sehen wir noch so ein kleines Bild, wo wir dann eben in der Stadt sind. Und jetzt nochmal für alle Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, weil ich bekomme immer noch Nachrichten auf meine alten Videos zu Dragon Ball Xenoverse, wer dieser mysteriöse Kämpfer ist. Da kommen immer noch die geilsten Mythen raus, Leute. Also manchmal lese ich mir die sogar noch durch und kann mich da echt in den Schlaf lachen, wirklich, weil es echt lustig ist. Auf jeden Fall, der Typ, der mit den roten Haaren aus dem Trailer, der mysteriöse Mann, den man zum ersten Mal gesehen hat, ist kein Sohn von Vegeta, Son Gohan, Trunks, Goten, Goku oder Pan oder Meister Kai oder was ich da alles schon gelesen habe. Ich habe auch selbst von Ginyu habe ich schon gelesen, dass es der Sohn von Ginyu ist. Das ist wirklich kein Sohn von irgendwem oder die Tochter von irgendwem. Das ist einfach nur ein selbst erstellter Charakter. Das wurde auch schon bestätigt. Man kann in der Story seinen selbst erstellten Charakter nehmen und mit ihm die Story beschreiten. Das ist der Sinn von diesem Spiel, was ich persönlich richtig, richtig, richtig cool finde. Oben links sehen wir noch so eine Art Open-World-Modus, wo man dann eben mit seinem Charakter rumlatschen kann in Toki Toki City. Dazu kommen wir aber gleich noch Toki Toki City.
Und da kann man dann irgendwelche Missionen machen, Kämpfe machen, rumfliegen vielleicht, rumlaufen, in Puff gehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und kann da eben seine Missionen vollführen. Und das finde ich richtig cool. Und gehen wir mal zum anderen Bild noch. Das ist auf dem gleichen Bild noch. Und zwar der Typ mit den blauen Haaren. Das ist ebenfalls ein selbst erstellter Charakter. Wie gesagt, man kann ihn selbst erstellen. Kann dann die Story von Dragon Ball Z spielen. Oder irgendeine andere Story mit den Gegnern von Dragon Ball Z. Also sprich Freezer, Boo, Cell, Babidi, da Bura, wie der auch immer hieß, keine Ahnung, dass die ganzen Gegner auf jeden Fall kommen und dass man die eben mit dem selbst erstellten Charakter platt machen muss. Dass ihr eben der Held werdet mit einem neuen Charakter. Das ist der Sinn des Spiels und das ist richtig cool. Unten steht eben noch, der Originalcharakter will euch trainieren oder der Meister vom Originalcharakter oder irgend so ein Scheiß. Also euer Meister wird zum Beispiel Son Goku, ihr könnt vielleicht auch einen anderen Meister nehmen, das wurde jetzt noch nicht bestätigt. Ich bin mir aber sicher, dass man auch einen anderen Meister nehmen kann. Dass man einfach seine Kampfart dann übernimmt, dass ich jetzt zum Beispiel kämpfe wie Goku oder so. Vielleicht das Kamehameha oder die Genki Dama oder irgend sowas lernen. Das kann ich mir echt gut vorstellen und das würde ich auch echt cool finden eigentlich. Aber mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Aber es gibt jetzt noch ein Bild und zwar ist es dieses hier. Und zwar ist das Toki Toki City. Und das hat man ja schon mal vor ein paar Monaten gesehen, dieses Bild. Was man aber nicht gesehen hat, ist links. Und zwar ist da eine neue Rasse. Diese Rasse wurde aber noch nicht bestätigt. Und das ist die Rasse von Freezer. Achtet mal ganz genau da. Und zwar links am Bildschirm, neben dem mysteriösen Mann, da steht die Rasse von Freezer. Und das finde ich richtig cool. Vielleicht kommen irgendwelche Rassen auch als DLC dazu, wenn das Spiel draußen ist. Vielleicht kommt die gleich von Anfang an oder so. Keine Ahnung. Würde ich auf jeden Fall richtig cool finden. Ich würde es auch noch cool finden, wenn vielleicht die Rasse von Cell oder so kommt. Oder irgendwelche Cyborg-Rassen. Also like C17, C16, C18 und so. Würde ich auch ziemlich cool finden. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich glaube, die Anfangsrassen, die jetzt bestätigt wurden, sind Majin, Mensch, Saiyajin, Majin, Saiyajin, Mensch und Namekianer. Genau, wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Das wurde bis jetzt bestätigt. Also wie gesagt, wenn jetzt die Rasse von Freezer und von Cell noch und vielleicht die Cyborgs noch dazu kommen und das wäre auf jeden Fall richtig awesome, weil dann hat man eine riesengroße Auswahl. Und ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig awesome. Wie gesagt, schreibt es in die Comments, würde mich echt mal interessieren. Was ich auch noch gelesen habe und gefragt wurde ist, wie ist es bei den Namekianern? Ob es da auch weibliche Namekianer gibt? Nein, gibt es nicht. Weibliche Namekianer gibt es in Dragon Ball Z nicht. Weil Namekianer sowas wie Sex zum Beispiel gar nicht kennen. Also die können Kinder, wann sie wollen, auf die Welt bringen. So ist das. Die kotzen einfach ein Ei raus und haben dann ihr Kind und es wächst dann einfach auf. Es gibt nur Männer. Namekianer sind Kämpfer und ja, nicht zum Pimmeln da. Zum Pimmeln. Besonders zum Pimmeln. Ja, mehr Infos gibt es nicht. Die erfahren wir dann nächste Woche im Trailer von der Tokyo Game Show. Ich muss gerade die ganze Zeit schlucken, weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe. Nimm's mir nicht übel. Wie gesagt, die nächsten Bilder, Info, Videos und Trailers und alles Mögliche sehen wir auf jeden Fall nächste Woche, weil da die Tokyo Game Show ist. Ich bin schon wirklich gespannt, weil wir da auch noch was zu Pirate Warriors 3 erfahren werden. Und nächste Woche geht's auf jeden Fall richtig krass mit den Infos ab. Da bin ich echt gespannt drauf. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Freut ihr euch auf Dragon Ball Xenoverse oder nicht so? Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich bin euer Spooky. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.